Smart feiert 25-jähriges Jubiläum. 1998 lief das erste Modell vom Band, das dem Kleinstwagensegment neuen Schwung verpasste. Seitdem hat sich die Marke zum Synonym des Stadtflitzers entwickelt. Was das kleine Kultauto so besonders macht und wie vielseitig es ist, das erfahrt ihr jetzt bei Die 7. Fakt Nummer 1: Die Historie. Als Gründer der Swatch-Gruppe entwickelte der Schweizer Unternehmer Nicolas Hayek in den 90er Jahren die Idee von einem kleinen, umweltfreundlichen Elektroauto. Als Partner stand erst der VW-Konzern bereit. Doch als dieser ausstieg, sprang Mercedes-Benz ins Boot. Der Markenname Smart leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der Worte Swatch und Mercedes sowie dem Wort Art ab. Im Englischen bedeutet Smart so viel wie pfiffig oder klug. Mercedes konzentrierte sich in der Entwicklung vorerst auf Verbrennungsmotoren. Die gezeigten Studien waren ebenso verrückt wie vielfältig. Die bunten Kleinstwagen spielten mit klassischen Designelementen der 90er Jahre. 1998 brachte es schließlich ein Modell zur Serienreife und rollte erstmals vom Band, der Smart Fortwo. Fakt Nummer 2: Der Smart Fortwo. Der Fortwo ist nicht nur das erste, sondern bislang auch unangefochten das erfolgreichste Modell von Smart. Der Zweisitzer verkörpert alles, wofür die Marke im Kern steht. Ein kleines, sparsames und günstiges Auto, das sich vor allem in der Stadt wohlfühlt. Zu Beginn lediglich als Coupé verfügbar, folgte im Jahr 2000 das Fortwo Cabrio. Die Motorenpalette enthielt sowohl Benzin- als auch Dieselaggregate. Das damalige Basistriebwerk, ein 0,6 Liter Dreizylinder-Benziner mit 45 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe. Dazu gab es Hinterradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 135 km/h. 2007 kam die zweite Generation auf den Markt. Die optisch geringfügige Weiterentwicklung steht einer nahezu vollständigen technischen Überarbeitung gegenüber. Eine neue, sparsamere Motorenpalette inklusive Elektroantrieb, ein verbessertes Getriebe und gesteigerter Fahrkomfort sollen noch mehr Kunden ansprechen. Seit 2014 wird die dritte und aktuelle Generation des Fortwo produziert. Das Design hebt sich mit runderen und klarer proportionierten Formen deutlich von den Vorgängern ab. Ein Dieselmotor ist nicht mehr verfügbar. Zum Marktstart haben Kunden lediglich die Wahl zwischen Benzin- oder Elektroantrieb. 2019 streicht Smart die Benzinmotoren aus dem Programm und bietet den Fortwo nur noch als Elektroversion an. Ganz im Sinne eines kleinen, sparsamen Stadtautos. Fakt Nummer 3: Roadster und Fortwo. 2003 rückte eine besondere Smart-Variante in den Vordergrund. Der Roadster kam auf den Markt. Um sich vom Fortwo abzugrenzen, entschied man sich für eine klassische Roadster-Karosserie mit zwei Sitzplätzen. Die Besonderheit der Baureihe 452, sie wurde nicht nur als Cabrio, sondern auch als Coupé angeboten. Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal der beiden Modelle ist die charakteristische Glaskuppel am Heck des Coupés. Motorenseitig standen leicht modifizierte Varianten der Fortwo-Antriebe im Programm, die jedoch über ähnlich wenig Leistung verfügten. Ein typisches Smart-Problem, die Schaltung erwies sich nicht als die schnellste ihrer Art. Aufgrund geringer Nachfrage wurde der Roadster nach nur 2 Jahren Produktionszeit Ende 2005 wieder eingestellt. 2004 folgte das erste größere Modell von Smart mit mehr als 2 Sitzplätzen, sein Name Fortwo. Die technische Basis teilte sich der Kleinwagen mit dem Mitsubishi Colt. Allerdings beschloss Daimler Chrysler bereits 2006 die Einstellung aufgrund rückläufiger Absatzzahlen. Doch 2014 feierte der Fortwo sein Comeback. In einem Design, das sich von der dritten Fortwo-Generation ableitete. Anders als beim Vorgänger sitzt der Motor an der Hinterachse und treibt die Hinterräder an. Die Motorenpalette umfasste erstmals einen Elektroantrieb und bis 2019 drei Benziner. 2021 wurde der Fortwo ohne direkten Nachfolger zum zweiten Mal eingestellt. Andere viertürige Modelle sollten folgen. Fakt Nummer 4: Die elektrifizierten Smart. Als Hersteller eines kleinen und günstigen Autos für die Stadt hatte Smart bereits früh die Entwicklung von elektrischen Antrieben im Blick. Bereits 2012 ging der erste Smart mit Elektroantrieb in Serie. Unter dem Namenszusatz Electric Drive erhielt der Fortwo als Coupé und Cabrio eine weitere Antriebsvariante.
Ein 17,6 Kilowattstunden großer Akku ermöglichte eine damals fortschrittliche Reichweite von rund 140 Kilometern. Und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h ist der kleine Stadtflitzer sogar autobahntauglich. Die stets guten Verkaufszahlen und die steigende Relevanz elektrischer Antriebe bescherten dem Fortwo in der dritten Generation ab 2017 ebenfalls einen Elektroantrieb. Motor- und Leistungsdaten änderten sich bei der neuen Modellgeneration nur geringfügig. Bei der Namensgebung wird jedoch verstärkt auf die Zugehörigkeit zum Mercedes-Benz-Konzern gesetzt. Analog zur Marke EQ für die Stuttgarter Elektroautos gründete Smart 2018 die Submarke Smart EQ. Der Namenszusatz Electric Drive entfiel fortan. Die Fortwo EQ-Modelle werden bis heute als Coupé und Cabrio verkauft. Fakt Nummer 5. Die Exoten. Schon immer ein Hingucker, die winzige Größe des Smart Fortwo sorgte von Anfang an für Aufsehen. Da überrascht es nicht, dass das Modell für die verschiedensten Designexperimente und wildesten Umbauten herhalten musste. Die wohl bekannteste ist der Smart Crossblade. Keine Türen, keine Fenster und kein Dach. Der Roadster ist absolut puristisch und soll Frischluft-Fahrspaß bieten. Die Besonderheit, der Innenraum ist vollständig wetterfest und übersteht sogar eine Fahrt durch die Waschanlage. 2000 Exemplare wurden zwischen 2002 und 2006 gebaut. Ein weiterer Hingucker ist der von Designer Jeremy Scott modifizierte Fortwo. 2013 in Shanghai vorgestellt, wurde das Modell lediglich in einer limitierten Kleinserie produziert. Markant sind die für Scotts Designsprache typischen Flügel am Heck des Fortwo. Der Innenraum erhielt einen speziellen Bezug aus weißem Nappa-Leder. Beide Sondermodelle rufen heute trotz eines gebrauchten Zustandes noch stolze Preise auf und sind begehrte Sammlerobjekte. Fakt Nummer 6. Der Smart Brabus. Der Tuner Brabus ist eng mit der Marke Smart verbunden und die gemeinsame Geschichte reicht bis 1999 zurück. Im Fokus stand dabei die optische und technische Veredelung der Modelle. So erhielt der Fortwo unter anderem eine Leistungssteigerung, spezielle Felgen und einen Sportauspuff. Zahlreiche Brabus-Sondermodelle und Editionen sind bis heute vom Fortwo erschienen. Das Topmodell ist der limitierte Brabus Ultimate 125. Ein turboaufgeladener 0,9 Liter Dreizylinder schickt 125 PS über ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterräder. In 9,2 Sekunden spurtet der kleine Giftzwerg auf 100 km/h. Da die Mobilität der Zukunft in eine deutliche Richtung zeigt, konzentriert sich Brabus nun verstärkt auf die Veredelung der E-Modelle. Der 2020 vorgestellte Ultimate E glänzt mit Brabus-typischen Merkmalen wie Optikpaket und einer Leistungssteigerung um 10 PS. Die Zusammenarbeit dürfte also noch einige Zeit weitergehen. Fakt Nummer 7. Der Smart Hashtag One. Dass bei Smart ein neues Zeitalter angebrochen ist, zeigt die Namensgebung des jüngsten Modells. Der Hashtag One ist ein Elektro-Kompakt-SUV und hat wenig mit den früheren Stadtflitzern gemeinsam. Optisch grenzt er sich klar von den bisherigen Modellen ab und greift eine markenuntypische Formensprache auf. Im Innenraum fallen eine aufwendig gestaltete Ambientebeleuchtung, die wenigen Tasten und der große Touchscreen auf. Ein urbanes und futuristisches Design, mehr Platz und ein moderner Elektroantrieb sollen Smart fit für die Zukunft machen. Unterstützung kommt dabei vom chinesischen Autohersteller Geely, der die Plattform für den Hashtag One liefert. Mit der rein elektrischen Modellpalette, bestehend aus EQ Fortwo und Hashtag One, ist die Transformation der Marke in vollem Gange. Ein neues Modell im Kleinstwagensegment ist dennoch wahrscheinlich, denn die Smart-Grundidee, ein kleines, günstiges Stadtauto zu bauen, ist auch nach 25 Jahren immer noch aktuell, vielleicht sogar mehr denn je. Das waren 7 der interessantesten Fakten zum 25-jährigen Jubiläum von Smart bei Die 7. Welches Modell gefällt euch am besten? Seid ihr Fans der Marke? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips sehen wollt und euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da.